In seiner schier endlosen Fehde mit der Stadtspitze und der Zwickauer Energieversorgung hat Immobilienmogul Kurt Fliegerbauer heute eine neue Runde eingeleitet. Nachdem ZEV-Chef Volker Schneider und Oberbürgermeisterin Pia Findeis in dieser Woche die jüngsten Angriffe des Baulöwen öffentlich zurückgewiesen hatten, lud der bekennende Scientologe die Medien heute seinerseits zu einer Pressekonferenz ein. Im Konferenzraum des Hotels Holiday Inn erneuerte Fliegerbauer noch einmal seine Vorwürfe an die Adresse von Oberbürgermeisterin und Zwickauer Energieversorgung. Unterstützung bekam er dabei von Stadtrat Martin Schöpf und SASIT-Geschäftsführer Jens Schmidt. Er könne die Zustände in Zwickau nicht mehr länger tolerieren. Fliegerbauer bemängelt vor allem die mangelnde Transparenz, die in seinen Augen verfehlte Baupolitik und das wirtschaftsfeindliche Klima. Das stagnierende Mietniveau habe vor allem in der Innenstadt zu großem Leerstand geführt. Daraus ziehe er nun die Konsequenzen. Der Block 26 in der Peter-Breuer-Straße werde im kommenden Jahr abgerissen. Angesichts des enormen Medieninteresses an der heutigen Veranstaltung bleibt abzuwarten, wie die Auseinandersetzung zwischen dem Baulöwen und den von ihm angegriffenen Personen und Institutionen weitergeht.